Ja, da sind wir auch zurück und super gestoppt. Jetzt will uns der gleich verkloppen. Können wir dem... Ah, oh, wir können noch ausweichen. Puh. Tja, wie ihr alle wisst, sind wir hier in dem Spiel Silent Hill 3. Und das Spiel macht alles andere als Spaß. Es ist erschreckend. Es ist gruselig. Es ist... Ich will einfach nicht mehr. Nee, das Spiel ist toll. Also nicht falsch verstehen. Hallo? Was ist denn das? Ein als Geschenk verpackter Karton, ein Geburtstagsgeschenk? Nein, glaube ich nicht. Niemand, den ich kenne, gäbe mir sowas Abstoßendes. Aber ich nehm's trotzdem, das könnte nützlich sein gegen die Monster. Ich habe eine Schrotflinte. Yeah! Cooles Geburtstagsgeschenk. Schrotpatron. Und ich höre auch schon wieder was. Na toll. Hallo? Hallo? Was zum Teufel ist denn das? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was war das? Nein, warte. Ich will's gar nicht wissen. Los, kaputt. Da kommt es. Ekliges, fettes Ding. Ich gehe hier hinunter. Was für eine fette Qualle. Alles voller Müll wieder. Leitern und Schubkarren blockieren den Weg, da komme ich nicht durch. Hey, da ist noch viel mehr als nur Leiter und Schubkarren. Was? Das ist nur eine Feuertür, die führt nirgends hin. Oh Mist. Nur ein kleiner Schutzraum. Aber da könnten wir uns verkriechen. Und einfach abwarten, bis der böse Traum ein Ende findet. Schloss kaputt. Da geht's auch hinunter. Bergen Street. Ach, guck mal an. Da müssen wir sowieso hin. Na gut. Dann gehen wir halt mal hinunter. Natürlich. Ich höre einen Hund, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Könnte auch was anderes gewesen sein. Da ist eine Tür, da gehen wir jetzt hin. Hüpf. Ich habe zwar schlechte Erfahrungen mit Gleisen gemacht, aber egal. Was? Was? Oh, bin ich erschrocken. Oh. Ach du Scheiße, lasst mich in Ruhe. Hey, komm. Heather. Steig hier hinauf. Nein, warum ist Heather? Ich konnte nicht hinaufsteigen. Ach, doch, hat noch gereicht. Puh. Ach du Scheiße. Das ist verdammt unheimlich. Okay. Hallo, wo geht's denn jetzt hier lang? Ach so, hätten wir durch die Tür da können. Mal nachgucken. Ah ja, tatsächlich. Okay. Na toll, Hunde. Alter, diese Geräusche. Seid ihr noch ganz dicht? Halt die Klappe. Oh mein Gott, was ist das? Hier komme ich gar nicht weiter. Muss aber irgendwie da rüber. Boah, muss das sein? Oh, diese Spiegel. Jetzt hier wieder hinunter. Und dann sollten wir jetzt auf der anderen Seite sein. Die müsste dann die offene Tür sein, oder? Ja, hier. Puh. Aber ob wir mit dieser Bahn nach Hause kommen? Ich weiß ja nicht. Nee, nee, Freunde. Ich glaube, das kommt nicht gut hier.
Na toll, ah, ein Speicherpunkt. Komm schon. Dieses Symbol ist auf dem Boden gezeichnet. Hoffentlich werde ich nicht verflucht, nur weil ich da drauf trete. Bestimmt nicht. Denn dieses Zeichen hilft uns, hier können wir speichern. Und das ist auch dringend notwendig. So, gibt's denn hier noch was Interessantes? Vielleicht hier hinten? Was? Da geht's ja weiter. Ach so. Ja, da würde ich auch nicht hinunterspringen jetzt. Was? Sie ist tatsächlich hinuntergesprungen? Alter. Wie kann man nur so blöd sein? Heather. Also, das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. Du greifst nicht in eine schmutzige Toilette, springst aber von einem fahrenden Zug. Du bist mir auch eine komische. Auf dem Boden ist ein Magazin. Sieht nicht sehr nützlich aus. Na gut, gehen wir weiter. Na toll. Obwohl, ich glaube, das Stahlrohr war ja gar nicht so schlecht gegen diese Viechis. Komm schon. Kommt schon. Wir machen euch beide kaputt. Au. Ich kann nicht drauf treten. Ich hoffe mal, das ist so ein bisschen vernichtet, das Vieh. Aber ich glaube schon. Das sieht gut aus. So, hier treten wir auf jeden Fall noch drauf. Gegen diesen Fleischklumpen. Ja, hier müssen wir nicht mehr. Du kannst mal durchatmen, Heather. Dann wollen wir weitermachen. Hier scheint nichts mehr zu sein. Hallo? Das gefällt mir nicht. Okay, da war jetzt nichts. Aber hier. Was für ein Riesen-Oschi. Nee, da gehe ich nicht mit dem Stahlrohr vor. Oh nee, da kommt noch ein kleines Vieh. Komm, lieber auch ab. Was erinnert mich wirklich jedes Mal so an kleine Dinosaurier? So. Ja, komm, einen können wir mal wieder verwenden. Aber hier ist so nichts. Ein bisschen Munition oder so könnte doch auf den Sitz liegen. Was ist das? Eine leere Saftdose, nur noch mehr Müll. Mist. Oh, guck mal, Schrotpatronen. Und hier, Erste-Hilfe-Kasten. Ja, auf dem Boden liegen Zeitungen, sehr schön. Hier liegt auch noch eine Saftdose. Ist auch noch eine Zeitung. Nicht von großer Bedeutung. Hallo? Okay, auch niemand. Ist ganz nett, dass hier niemand ist. Wie lange ist dieser Zug noch? Ach du Scheiße, ein Fettsack. Ich weiß nicht, wie gut der was aushält. Aber bei dem nehme ich jetzt mal die Schrotflinte. Sorry Leute, ich weiß nicht, wie stark der ist. Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, drei Schrotflintenschüsse. Jetzt immer hier voll in die Eier. Oder wow! Nee, der steht wieder auf, dieses Arsch. Nee, Mann, gibt's doch nicht. Das ist ja ein Assi-Typ. Komm schon, Heather, komm schon, komm schon. Wie viel verträgt denn der noch?
Yeah! Jetzt sackt der ein, der Typ. Okay, ein ganzes Magazin hat er geschluckt. Dafür ist er jetzt tot. Gibt's denn hier noch was? Nee, hier gibt's anscheinend nichts. Schade. Wie der eingesackt ist jetzt. Es wäre die ganze Luft aus ihm raus. Schnell weiter. Okay, Ladebildschirm. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Oder irgend sowas. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Aber hier gibt's einen Speicherpunkt. Dieses Symbol ist auch zwischen den Graffiti. Und es sieht noch ganz frisch aus. Wer könnte das gewesen sein? Und warum tut mein Kopf so weh? Ja, so weh. Das kommt davon, weil du so viel zockst, junge Dame. Sehr schön, dann können wir die Bahn hinter uns lassen. Da bin ich ganz froh. Drum. Obwohl es da, glaube ich, doch ein bisschen gemütlicher war als hier. Scheiße, hier geht's ja noch weiter hinunter. Ich will nicht hinunter, ich will nach oben an die frische Luft. Aber wo sind wir denn hier? Na toll. Jetzt hier entlang sprinten? Diesen langen Gang. Wo uns nichts passieren kann. Hier passiert uns nichts. Geschafft. Na toll. Was? Ah! Nein! Nein, 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 nein! Lasst uns bloß in Ruhe! Alter, hier finde ich doch nie mehr wieder irgendwo hin. Ohne Karte, ich meine, hallo? Ich hab keine Ahnung mehr, wo wir sind. Na toll. Na toll, also hier geht's jedenfalls nicht mehr weiter. Ah, du! Scheißvieh! Muss das sein? Hallo? Oh, Patronen. Und sonst noch Zeugs. Auf dem Regal sieht nicht besonders nützlich aus. Jetzt haben wir schon eingesackt. Ich habe einen Schlegel. Cool. Wie ein großer, runder, zugespitzter Hammer. Extrem schwer, aber da steckt wenigstens was dahinter. Hier ist eine Werkzeugkiste, aber es ist nichts Nützliches darin. Ja, Blut hat sie auch. Gibt's hier drin noch was? Da sickert Blut unten aus dem Spind heraus. Ist da etwas drin? Ich würde ja nachsehen, aber ich bekomme die Tür nicht auf. Aber ist wohl besser so. Es wird wohl kaum etwas Gutes darin sein. Kommt da jetzt was raus? Nee. Okay. Okay, weiter geht's. Jetzt probieren wir gleich mal diesen Schlegel aus. Komm her. Okay, auch nicht. Auch gut. Dann gehen wir einfach weiter. Wir sind jetzt wieder in diesem großen Gang. Alter, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Schubkarre? Was ist das hier? Wein an einem Ort wie diesem? Na, ich schätze, es ist dunkel und trocken. Nur eine der Flaschen ist leer.
Weinflasche. Jemand hat die Flasche an einer Ecke in der unterirdischen Passage fallen lassen. Was sollen wir mit einer Weinflasche machen? Gesundheitsring, Gesundheitsring, getrocknetes Rindfleisch. Ganz nett. Aber ohne Karte sind wir hier so ein bisschen aufgeschmissen. Wir rennen einfach hier mal durch. Oh, hier sehe ich noch was. Schrotpatronen. Ach, das ist gar keine Tür hier. Na toll. Na komm her, du Vieh. Ah ja, hat Angst. Jetzt kehrt er einfach um. Dann laufen wir mal dran vorbei. Ja, wo geht's denn dann durch? Hier? Sind wir hier nicht hergekommen? Nee, warte mal, wo sind wir jetzt? Mensch, wo sind wir? Kann mir das irgendjemand sagen? Ach du heilige Scheiße. Au! Alles bloß nicht die. Oh, ein langer beleuchteter Gang. Das gefällt mir schon besser. Wie das aussieht, sie mit diesem Schlegel. Naja. Tja, und was uns hinter dieser Tür erwartet, erfahren wir in der nächsten Folge von Silent Hill 3. Bis dann, Freunde.